Hi, ich bin hier wieder mit meiner lieben Freundin Yvonne Waldraff vom Silent Power. Wir haben schon ein Interview miteinander gemacht, wo wir ein bisschen erzählen, wie du zu dieser Es ist so, dass ich glaube, ich wirklich so auf die Erde gekommen bin mit der Absicht, dass ich durch viele eigene Schicksalsschläge durch musste. Schon vor 20 Jahren hat es angefangen mit meinem Autounfall, dann folgten Krankheiten, die nicht einfach waren. Und jetzt vor kurzem, also es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version. Die offizielle Version, mein Maler ist mitsamt der Holzleiter, war so eine massive Holzleiter, ist auf mich gefallen. Die war nicht stabil genug und ich konnte dann plötzlich nicht mehr gehen. Also mein Knie hat geschmerzt, Verdacht auf Meniskus. Eine Woche lang und plötzlich war das Knie wieder gut und dann hat mein Schulterblatt angefangen, meine Achsel mit einem Schmerz bis Ausstrahlungen in die Fingerspitzen mit Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühl, was mich sehr dann beunruhigt hat und man hat lange nicht gewusst, was es ist. Und irgendwann kam dann Diagnose Diskushernie, 6., 7. Halswirbel und ich ging wirklich durch die letzten Wochen mit unfassbaren Schmerzen, wie ich selten gehabt habe in meinem Leben. Also es war echt wirklich etwas, was ich keinem Menschen wünsche. Auf die andere Seite doch, weil es hat mir so viele Geschenke gebracht, durch diesen Schmerz durchzugehen. Und über das möchten wir heute eigentlich auch reden, genau. Dass es wichtig ist eben. Genau, also ich denke, da gibt es vor allem zwei Sachen, die super wichtig sind. Du wurdest natürlich dann sofort, du gingst zum Arzt, der konnte nichts feststellen. Dann wurdest du quasi mit wirklich Medikamenten vollgestopft, bist dir selber aber in dem Moment voll abhanden gekommen. Ja. Also du hattest keine Verbindung mehr mit dir selber und ich finde das super spannend, vielleicht zu erzählen, was passiert in dem Moment, wenn man da so mit Medikamenten zugedröhnt ist. Ja. Was passiert da? Also das war wirklich so, dass ich so verzweifelt war, weil ich 6 Tage hintereinander nicht mehr schlafen konnte vor lauter Schmerz. Es war wie wenn jemand ständig ein brennendes Messer in den Rücken sticht. Und da findet man natürlich keinen Schlaf, das ist klar. Und ich war so erschöpft und ich war so verzweifelt, dass ich natürlich dann auch zu Schmerzmitteln greifen wollte. Und ich bin dann notfallmäßig ins Spital und die haben mir Schmerzmittel gegeben. Und ich habe in einer Nacht 2, 3 Schmerzmittel kombiniert. Und das war wirklich unfassbar. Also ich fühlte mich wie auf einem Drogentrip. Ich war komplett abgeschnitten von meiner Verbindung. Mhm. Und die spüre ich ja eigentlich normalerweise immer sehr, sehr stark. Und ich fühlte mich wie ein Zombie. Und ich hatte ganz krasse Visionen, als ich die Augen geschlossen habe. Und da kam wie ein ganzer Film, zeigte sich jeweils, also auch mit Szenarien, die nicht immer so schön waren. Und ich war an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, mir tun die Medikamente nicht gut. Genau. Ich kann, und diese Medikamente haben nicht einmal geholfen, meinen Schmerz zu lindern. Das war noch das Krasse. Also ich war einfach irgendwie so wie weggedröhnt. Dass sie quasi sich selber umbringen wollte. Also ich kam an einen Punkt, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt so abgeschnitten bin von mir selber und der Schmerz und diese Erschöpfungszustände, 6 Tage nicht geschlafen, ich ergebe mich, ich möchte so gar nicht mehr weiterleben. Und dann habe ich wirklich entschieden, okay, ich gebe mich diesem Schmerz hin. Genau. Und das war dieser magische Moment. Genau. Und ich denke, das war so wieder meine innere Stimme, die mich schon so oft geführt hat, im richtigen Moment, mich wieder auf den Pfad zu bringen. Und diese Stimme hat mir gesagt, ich lasse diese Medikamente weg und ich stelle mich diesem Schmerz. Und das war so ein unfassbarer Moment. Also es war in einer Nacht, wo ich wieder so Schmerzen hatte und ich bin niedergekniet und ich habe gesagt, okay, Schmerz, da bist du. Was möchtest du mir sagen? Warum bist du eigentlich hier? Weil alles, was ja passiert, hat einen Grund. Dieser Maler ist auf mich gefallen mit dieser Leiter, aber warum ist das passiert? Das hat ja immer auch einen höheren Kontext. Und ich wollte den herausfinden. Und ich habe wirklich zu meiner Seele gesprochen und zu diesem Schmerz gesprochen und gesagt, okay, ich bin bereit, ich ergebe mich. Ich bin wirklich in diese Zero Zone, in diesen Nullpunkt, wo dann wieder Neues entstehen kann. Und was da passiert ist, das ist unfassbar. Also das kann man fast nicht in Worte schildern. Genau, also du bist da wirklich durch. Ich bin da durch in einer Nacht, ja. Und also wirklich solche Schmerzen, sie sagt, wie als hätte ein Dolch wirklich reingestochen worden, da in Schulterblatt. Ja. Ständig. Nonstop, also über Tage, Nächte. Und 5 Tage ohne Schlaf. 6 Tage ohne Schlaf. Und ich war in dieser Erschöpfung, bin ich wirklich zusammengebrochen auf meinem Fußboden. Und ich habe gesagt, okay, Schmerz, zeig mir alles auf, was ich...
was du mir sagen möchtest. Und da ging eine Tür auf, wie wenn ich mein Unterbewusstsein öffne. Und da haben sich die ganzen Situationen nochmal gezeigt von meinem Leben, wo ich über Monate nicht auf mein Inneres gehört habe, wo ich mein inneres Kind nicht wahrgenommen habe, wo ich einfach gerannt bin durchs Leben. Ich habe nur für andere geschaut, zu wenig für mich selber. Ich habe nicht hingehört auf gewisse Dinge. Ich habe meinem Schmerz nicht Raum gegeben über Sachen, die passiert sind, die schmerzvoll waren. Ich habe viele Schicksalsschläge erlebt in der letzten Zeit und da habe ich mir auch nicht erlaubt, mal diese Tränen zu vergießen. Und das kam alles hoch und ich habe geweint, ich habe geschrien und ich hab diesen ganzen Film wie einfach vor mir durchrattern sehen. Und also das ging auch in andere Leben zurück. Also mir hat auch die ganze Zeit die ganzen Karmas aufgezeigt, wo in welchem Leben ich mit den gewissen Leuten noch Themen hatte, die ich jetzt noch auflösen konnte und die ich jetzt noch befreien konnte und diese Schmerzen nochmals weinen konnte. Und also es war unfassbar. Und dann... Ich bin richtig baff, weil die Diagnose vom Arzt war ja auch, du hattest ein Hernidiscal, wie sagt man auf Deutsch? Diskushernie, Bandscheibenvorfall. Ja, genau, ja. Ein Bandscheibenvorfall. Ich meine, normalerweise jemand mit einem Bandscheibenvorfall 3 Monate lang ist der irgendwie also wirklich out und das schmerzt ja extrem. Und ich meine, wenn man dich anschaut, du sagst, du konntest dich nicht mehr bewegen, dann hast du dich mehr bewegen. Also von einer Woche konnte ich nicht mal den Kopf drehen, nicht mal so machen. Das ist wirklich ganz selber, ohne Medikamente, einfach durch einen Prozess, wo du einfach dich angehört hast, wo du durch den Schmerz durch bist, sagt, okay, ich stelle mich mit dem Schmerz, was willst du mir sagen? Ja. Und du hast sehr, sehr viele Antworten natürlich gekriegt, ja. Was dich anbelangt, persönlich, das wird man vielleicht jetzt hier nicht sagen. Das, genau. Aber die Einladung geht ja wirklich an alle. Also ich meine, wenn man irgendwie was hat, dann stellt man sich dem Schmerz. Aber was macht man? Man nimmt ein Medikament, man geht gegen das Symptom quasi vor, aber man stellt sich nicht der wirklichen Frage. Richtig. Und diese Schmerzmittel, die decken ja eigentlich diese Symptome zu. Ja? Also man spürt dann vielleicht nichts mehr, aber die Ursache ist nicht behoben. Und wenn man die Ursache nicht kennt, was die Krankheit oder der Unfall jetzt dir zeigen möchte, dann kann man auch nachhaltig keine Heilung empfangen. Dann können die Selbstheilungskräfte nicht aktiviert werden. Und in dieser Nacht, als ich das erkannt habe, dann hat mein Körper diesen inneren Impuls gekriegt, Jetzt kannst du wieder heilen, jetzt können deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden und das ging dann zack, zack. Aber ich muss natürlich schon auch sagen, ich wurde von wunderbaren Menschen, also von wunderbaren Freunden, die ich in meinem Leben habe, auch so getragen und die haben die Synchronizitäten vom Leben, ist sie natürlich dann auch immer so, dass sie dich dann zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Menschen bringen. Und ich hatte also auch einen wunderbaren Osteopathen, der mir geholfen hat. Ich hatte einen wunderbaren Heiler aus Hawaii, der bei mir in der Praxis arbeitet, der mir geholfen hat. Also ich hatte dann schon auch Leute, die mich behandelt haben. Barlel, der Kristallheiler, der zur richtigen Zeit ja, gerade bei mir war. Freund eine Nacht, was so, so schlimm war. Genau. Da hast also, du angerufen irgendwie dem Chris und da war genau, er da. Genau, und Menschen, die wirklich da waren zur richtigen Zeit und mich unterstützt hatten und auch seelisch unterstützt hatten, also nicht physisch, aber auch seelisch und das ist so ein großes Geschenk und das auch annehmen zu können, weil ich bin ein Mensch, der immer sehr ungern Hilfe angenommen hat vorher und ich dachte immer, ich muss alles alleine durchkämpfen und ich wurde regelrecht gezwungen, Hilfe anzunehmen und ich durfte mich auch mal da reinfallen lassen und ich glaube, diese Hingabe ist auch wichtig in den Heilungsprozessen, dass man einfach auch mal seinem Körper und seiner Seele einfach diese Hingabe schenkt und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, wirklich also, hinzuschauen. Und quasi, wenn du mit dem Therapeuten gehst, dann hast du natürlich, das gibt dir natürlich eine Selbststärkung, oder? Das gibt dir Rückenwind. Weil wenn du das ganz alleine machst, dann weißt du nicht, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht. Oder die Begleitung ist schon auch sehr wichtig. Ja, denke ich auch. Also das hat mir unheimlich geholfen, gerade dieser Osteopath. Auch zu wissen, wem kann ich in dem Moment anrufen, wer kann mich da begleiten. Richtig, richtig. Und einfach Menschen, die dir in diesem Moment Mut machen und dich einfach auch nur seelisch begleiten und für dich da sind. Und schlussendlich, klar, geht man alleine durch, ja. Aber sie sind da und die bereiten dir den Weg irgendwie vor und sagen, du kannst es, du machst es. Ja. Und die glauben an dich, ja, und die ermutigen dich. Und ich sage immer, Menschen, die dich dann tragen mit ihren Flügeln, wenn deine mal gestutzt sind. Und ja, also diese Engel, die sind um uns, die sind da. Also wir haben, du bist auch so ein Engel. Mein Gott, du bist auch so ein Engel. Und einfach unglaublich dankbar auch, dieses Geschenk, diese Menschen im Umfeld zu haben. Jetzt noch was anderes, weil
Im Moment gibt es ja auch Leute, die sprechen auch, dass sie solche Schmerzen haben. Und die sind nicht, also die kommen nicht von einem Krankheitsgrund oder so, das sind so Attacken. Das sind so Attacken. Hm? Mhm. Und ich denke, das ist auch mal spannend, darüber zu sprechen, weil es gibt immer mehr, also ich höre jetzt um mich rum, es gibt auch Produkte, die man nehmen kann, so ätherische Öle, von den Mistel zum Beispiel, oder? Das sieht aus wie so Vogelnester in den Bäumen, die Mistel. Mistel, ja. Genau, so Mistel. Essenzen zum Beispiel, die helfen da dagegen. Das Suriman ist ein anderes Produkt. Ah, das hast du mir angegeben, ja. Genau, das hilft dagegen. Hast du da ein bisschen Erfahrung? Also grundsätzlich muss ich sagen, was bei mir jetzt persönlich ganz spannend war, als ich mich entschieden habe, diese schulmedizinischen Medikamente mal auf die Seite zu legen, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, zu recherchieren, was hilft von natürlichen Produkten. Und da ist eine Apotheke aufgegangen. Also ich könnte Bücher schreiben darüber. Ich habe so ein Wissen jetzt, was für was gut ist. Also ich glaube, das würde jetzt den Rahmen total sprengen, jetzt hier für jedes Einzelne einzugehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich dich zu unterstützen. Produkte, Entzündungshemmer, ja, welche eigentlich auch die schulmedizinischen Medikamente machen. Aber natürlich, dann hat man aber keine Nebenwirkungen. Und also ich habe da unglaublich auch tolle Menschen, die mich da wieder begleitet haben, mir Tipps gegeben haben. Ich habe alles aufgeschrieben und ich habe mir alles recherchiert. Und also es ist möglich. Wir haben, die ganze Natur ist hier, um uns zu helfen. Wir müssen nur wieder dieses Wissen hochholen und anzapfen. Und auch im Garten, ich meine, ich habe einen wunderschönen Garten. Und auch im Garten wachsen so viele Heilpflanzen direkt vor deiner Nase. Und wir wissen es nicht. Und genau, was ist mit den Heilpflanzen, weil es ist ja alles verbunden. Und die wissen ja, wenn jemand krank ist, das heißt, wenn jemand Krebs hat zum Beispiel, dann wachsen genau die Pflanzen im Garten für diesen Menschen. Ja. Oder? Und von dem her ist es, kennt man sich noch überhaupt nicht aus, aber es ist so total magisch irgendwie. Es absolut. Es geht so weit. Und wenn man das mal wirklich wahrnimmt, dann sieht man einfach diese Mitarbeit von allem, weißt du? Und man kann sich auch viel mehr fallen lassen irgendwo und sagen, okay, für mich ist wirklich gesorgt. Ja. Oder? Es geht einfach darum, dass man das Herz aufmacht, dass man dann wirklich an die richtigen Menschen wiederkommt und auch um Hilfe fragt und dann die Hilfe annehmen kann. Und ich glaube, was eines der wichtigsten Dinge ist, auch dieses Urvertrauen. Ja, also wirklich in das tiefe, tiefe Vertrauen sinken, dass das Universum für dich schaut. Mhm. Und dass eben auch, wenn mal ein Schmerz auftritt, dass es auch dieser Schmerz wichtig ist, weil durch diesen Schmerz dann wieder andere Dinge gelöst werden können, welches neue Wege ebnen, und die sind auch wichtig. Und in dieses Urvertrauen zu sinken und genau zu wissen, die Synchronizitäten, die kommen, die bringen dich an die richtigen Leute, die richtigen Momente, und dann kann Heilung entstehen. Und darüber möchte ich auch in meinem Buch schreiben, welches geboren wurde. Leidenschaft Heilung. Leidenschaft Heilung, ja, so als Synonym, also als zwei Botschaften drin, also Leidenschaft Heilung, die Leidenschaft vom Heilen und auch Leidenschaft Heilung. Und da schreibe ich natürlich von meinen eigenen krassen Schicksalsschlägen in meinem Leben, die ich selber erlebt habe und wo ich denke, wo ich auch den Menschen etwas mit auf den Weg geben möchte, nie aufzuhören, an sich zu glauben, nie aufzuhören, wirklich in die Tiefe zu gehen, bereit sein, die Ursache zu erkennen. Und ja, da liegt so viel Magie drin. Super. Ja. Danke dir. Danke dir, Coco. Ganz, ganz schön. Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Leidenschaft heilen. Heilung. Und da schreibe ich natürlich von meinen eigenen krassen Schicksalsschlägen in meinem Leben, die ich selber erlebt habe und wo ich denke, wo ich auch den Menschen etwas mit auf den Weg geben möchte, nie aufzuhören, an sich zu glauben, nie aufzuhören, wirklich in die Tiefe zu gehen, bereit sein, die Ursache zu erkennen. Und ja, da liegt so viel Magie drin. Super. Ja. Danke dir. Danke dir, Coco. Ganz, ganz schön. Vielen herzlichen Dank. Danke euch.